Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaner. Wir sind in Deutschland, wir sind bei Elsburn, wir sind hier bei Rivesalt oder Rivesalt, wie auch immer man das ausspricht, entweder zwei oder drei Silben. Cask, das ist hier Batch 1. Es gibt jetzt hier 2023 abgefüllt, 1484 Flaschen. Das ist Batch Nummer L2143, 46%. Jo, also, ich bin gespannt. Das sollte eine Vollreifung sein in dieses Rivesalt Fässern denn da. Und Whisky Base Nummer. Muss hier schauen. Das ist 2. Ups, genau. 230661. Der günstigste Preis momentan ist 69 Euro. Ursprünglich kam es raus. Und das ist April 2023. Jetzt kam er raus. Bei 74,90 €. Also 5 Euro ist das nach unten gegangen. Offenbar die knapp 1500 Flaschen verkaufen sich nicht wahnsinnig gut. Ich weiß, Sascha hat ein Video dazu gemacht, habe ich nicht angeschaut, ganz bewusst nicht. Und jetzt mache ich mein Video dazu. Schauen wir mal, ob ein paar andere Leute auch irgendwann ein Video da rauskommen. Ich habe in meine Hände meine erste Berührung mit Revesalt-Fässern überhaupt. Das ist Tomaten. Das ist ein 12 Jahre alt, aus 2008 destilliert. Es wurde tatsächlich 21 abgefüllt, also über 2 Jahre nun her. Non-chilled filtered natural color. Und wir liegen hier tatsächlich bei 46%. So, eine 12-jährige, oh, ich habe den Preis gar nicht hier gefunden. Warte mal, lass uns hier sehen, ganz kurz. Eine 12-jährige Schotte gegenüber einem No-Age-Statement, deutsche Whisky jetzt hier. Das kann ich relativ schnell, glaube ich, finden hier. Warte mal. Tomaten und dann kopiere ich das da rein. Ja, hat nicht geklappt. So, schauen wir mal, wo der Preis ungefähr liegt hier bei unseren Tomaten. Oh, bei 77 Euro, also 71 Euro und so weiter. So, hier, Whiskey Base Nummer. Das ist Whiskey Base Nummer 182535. Und das war hier, was haben wir das hier? 71 Euro in Deutschland. Oh, ähnlicher Preis. Also von daher ist es eine halbwegs nette. Das kommt hier weg, damit ich Flasche gegen Flasche hier habe. Damit es dann hier besser ein bisschen aussieht. Farbe ist schon krass, unser Unterschied hier. Einen Moment, ich zeige euch erstmal die Flaschen. Ich zeige euch dann zweiten die Gläser. Muss ich überhaupt die Gläser zeigen? Ihr könnt das hier sehen, ja? Also hell, dunkel. Immer wieder die Frage, was für das Wort kann lieb gemeint sein. An das Wort kann natürlich auch nicht lieb gemeint sein. Nasse Fässern denn dort Anne Buchholz da bei Elsburn benutzt. Aber das ist schon echt krass gut dunkel hier. Gerade das ist eine 12 Jahre alte Produkt mit einem Finish. Das ist auch, wo ich glaube ich hier vor 1, 2 Jahren gesagt habe. Mensch, guck mal, wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Es ist nicht gut genug, so abzufüllen. Klatschen wir einfach ein Finish drauf. Und da war dann hier drei verschiedene Weine für einen Sauternes, hier Rivesal und der unaussprechliche M. Monselblick. Keine Ahnung, ich habe das nicht vorher geübt. So, riechen, verkosten, bewerten und ein bisschen euch eine Frage am Ende stellen. Ja? Die Farbe ist echt. Wow. So, ich weiß noch, dass einige von den Tomaten damals hatten Schwefel. Und irgendwo rieche ich auch schon ein bisschen Schwefel hier. Ja, hier Schwefel. Nun, die Frage ist, kriege ich hier Schwefel? Ich versuche mal hier meine Nase. Absolut unvoreingenommen. Ich rieche mich selbst ein bisschen zu neutralisieren. Kein Schwefel. Ah, wenig, wenig, wenig. Kaum Schwefel. Das erste, was mir an Gedächtnis hier sprang, war Holzgedächtnis, was mir in den Sinn sprang. Also Sinn war, ich rieche ja nicht, assoziiere irgendetwas damit. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Ja, kleines bisschen.
Das ist. Gut, die Leute in der Community, also Whiskey Base hat hier umgestellt. Ich muss hier schauen. Also von 90 bis 70 hat diese Whiskey hier gekriegt. Krass. Die meisten Leute sind bei 87 herum. Ja. Leichte Schwefel doch, aber ein krasser Schwefel. Leichte Schwefel. Bisschen beerig. Rivisalt ist eine Vin du Natural VDN. Also das sind die Fässer, die ich bei Waterford hasse. Auf Deutsch natürlicher süßer Wein. Natürlich süßer Wein. Also bei der Weinherstellung wird seine Gärung durch Zugabe vom Alkohol gestoppt, um die gewünschte natürliche Süße und biochemische Stabilität zu erreichen. Je nach Ausbauart werden vier Grundtypen jetzt hier vom Ribesalt unterschieden. Der Grenache, der Ambresse, der Toilette und der Hors d'Age. Hours de Age auf Englisch. Also, das ist eine 5 Jahre oder ältere Weine der Sorte hier, wie auch immer. Eine aufgesplittete Sache. Sherry aufgesplittet, Port aufgesplittet, hier Revesal aufgesplittet, Madeira, glaube ich, ist auch aufgesplittet. So, es gibt schon eine ganze Menge von VDN-Sachen denn hier. Was haben wir denn da? Gut. Hier steht VDN, also gesprittete Süßweine. So, auch Likörweine genannt hier auf Deutsch. Bekannte Likörweine in Spanien wäre jetzt hier Malaga. Alle Sherries. Portugal. Port. Madeira. Genau, Madeira. Dieses Setebul, dieses Moscatel de Setebul. In Italien ist der Marsala eine aufgesprittete. Hatte ich vergessen hier. Samos, Likörwein aus Griechenland. Das ist etwas. Ich habe bisher, glaube ich, Frage des Tages. Wer hat schon ein Whisky jetzt hier gehabt aus einem Samos, gefinischtes Fass? Fass. Eine Vorreifung. Okay, gut. Ich habe es einfach genug Zeit im Glas gegeben. 46% natürliche Farbe, kein Kältefiltration hier auch. So von daher preislich ähnlich. Mich stört diesen Schwefel. Der springt einen nicht so an. Ich hätte ein viel, viel stärkeres Aroma erwartet. Wäre ein 4, also von wegen, wenn 10 viel ist und 4 ist zurückhaltend, schüchtern. Manchmal hat man gesagt, lieber Jason, also der Whisky-Schnüffler damals, hat sein ganzes Glas beschichtet damit, damit hier mehr Aromen rauskommt. Ja. Leichte Likörmomente, leichte vergorene Traubenmost. Auch ein paar Sachen, die nicht so perfekt sind mit Schwefel und so. Bisschen angebranntes. So. Naja, naja, naja. Bisher nicht wirklich hier begeistert. Tschüss. Zunge prickelt, Schwefel. Wow. Der ist nicht so meins. Es ist fast, als ob das Fass gekippt wäre, aber es war nicht ein Fass, es war ein Fassan.
Also ich glaube, man kann mit 46%, ein Barrique ist 500 Liter, aus 500 Liter auf 46% reduziert, kann ich denn da, da komme ich knapp daran, also an die 600 bis 700 Flaschen da raus. Also, wow, nein. Aus den Pyrenäen, aus Frankreich. Sorry, liebe Anne, das trifft absolut nicht meinen Geschmack. Das ist alles andere, als was ich mir unter Whisky vorstelle. Jemand hat geschrieben hier bei Whisky Base, ich fand diese Punktzahl echt interessant. Also, yeah, der eine Person hier mit Whisky hat das wenig zu tun. Der Wilt hat den 79 Punkte gegeben, Nase 80, Taste, also Geschmack 78 und der Finish 79. Dafür der nächste Person hat den 89 Punkte gegeben. Der Glenn fand den gut und der nächste Person hat den 71 nur gegeben. Also, da ist schon eine große Spannbreite jetzt hier an Mögen. Es gibt offenbar Menschen, die sagen, yo, lecker. Und es gibt Menschen wie ich, die sagen, oh no. Ich werde noch ein, zwei verschiedene andere Revisal-Fässern gefinisht oder Vorreifung mir von irgendwelchen anderen Produkten mal gönnen. Und wenn mir das auch zum vierten Mal nicht schmeckt, dann werde ich einfach die Finger davon lassen. Das ist nicht etwas, wo ich es haben muss. Nicht jedes Fassfinish oder jede Vollreifung in irgendwelche bestimmten Fässern schmeckt mir persönlich gut. So. Steinfrucht. Steinobst, Entschuldigung. Steinfrucht, Steinobst. Es ist schon recht intensiv, diesen Geschmack, was da ist. Ein bisschen angebranntes habe ich auch am Hitten raus. Sehr intensives, süffige Moment. Ach, ich muss hiermit experimentieren. Sorry, ich muss hier ein bisschen auseinander pflücken. Ich weiß, diesen Geschmacksprofil mir nicht unbedingt mündet, aber da kommt echt einiges in Wasser hier rein. Ich will das hier mehr entzehren. Ja, Schwefel kommt stärker. Kann immer noch Wasser vertragen, das Zeug. Das ist hochintensiv konzentriert. Ich habe Pfirsiche eingelegt in Zuckersirup. Ich habe überreife, schon fast schlechte Brombeeren. Ich habe einen getreidigen Moment wie ein Brei, auf Englisch Oatmeal. Ein Oatmeal, ein Brei, ein Haferbrei, in dem man tatsächlich Himbeere in Sirup eingelegt hat. Allerdings, diese Himbeere in Sirup, das ist schon 2 Tage schon zu lange in der Schüssel. Ja, versteht ihr? Also schon ein bisschen schlecht geworden. Es geht in diese eine Richtung. Also Himbeere, Pfirsich, fruchtig. Jetzt würde ich es merken. Also, ich habe das Zeug auf unter 30%, 28, 30% runter verdünnt. Diese Art von einem Finish aus einem Riversalt Fass, das wäre für mich ausreichend. Da habe ich dieses fruchtige, also ich nenne das einfach
überreife Himbeeren, leichte Aprikose, Pfirsiche, Moment, mit ein bisschen Orangenschale dazu. Das wäre eine schöne Rundabrundung. Was ich gerne tun würde, ist, ich würde dieses gerne aus eher ein Gewürz nehmen. Ich habe es nicht vorgehabt, aber ich mache es trotzdem hier einmal mit uns, weil mir die Idee einfach in den Sinn kommt. Das ist eine der einfach Standard-Whiskys. Entweder Glenmorangie 10 oder nicht Aaron 10, Glencairn 10. Das sind einfach so Sachen, auf denen ich einen auch noch malen kann. Es ist fast wie ein Leinwand, auf dem ich ein bisschen was hier drauf malen kann. Und ich habe echt einfach mal ein Experiment hier vor. Ich werde ein bisschen hier Glenmorangie einkippen. Und ich werde hier ein kleines bisschen Glenmorangie einkippen. Varro. So. Das kommt zur Seite für einen Moment. Kann ich vielleicht wieder rausbringen, wenn ich will. Das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe seit 2, 3 Monaten kleinen Glenmorangie mehr gehabt. So, mein Intention damit ist zu sagen, okay, Baseline, dann weiß ich, was es ist. Und hier werde ich tatsächlich Mühe. So, kriege ich das hin hier? Spannung steigt. Das wirklich Mühe. Also ich habe hier 2, 3 Tropfen reingetan, um zu sehen, ob das genau ist, was ich mir vorstelle. Also Ned von Waterford, als ich bei ihm war damals in Irland, gesagt, willkommen in mein Gewürzregal. Und Revesalt ist für mich wie ein Gewürz, genau wie STR. Also ich habe hier vom Kingsbarn noch ein STR-Fass. Ja, also 5 Jahre alleine STR-Fass. Das Zeug ist aus Würzung für langweiligen Whiskys genial. Pur ist mir zu viel. Es ist wirklich einfach mir zu viel. Und das ist das, was ich hier das Gefühl auch habe. Hier ist es zu viel. Es ist kein schlechter Whisky, aber es ist wie, keine Ahnung, jetzt hier Majoran pur zu essen. Oregano pur zu essen, Thymian pur zu essen, Schnittlauch, naja, kann man fast pur essen. Aber es ist einfach zu intensiv. An sich eine coole Sache. Also, wo kriegt man sonst hier eine Vorreifung Revesalt? Baseline kenne ich. Gewohnt. Vertraut. Dieser Honig ist da, diese Vanille ist da, ein bisschen diese Malzigkeit ist da. Glenmorangie Preis-Leistung absolut okay. Und nun hier mit nur ein bisschen das, mit ein bisschen denn das da drin. Ja, es ist ein Blended Malt, lebt damit. Und das Interessante ist, dieses Glas hatte ich vorher was drin gehabt, nämlich hier diesen Whisky. Und deshalb habe ich ganz bewusst diesen Glas hier genommen. Auch die Seiten damit beschichtet, damit hier ein bisschen von diesem Geschmack hier reinkommt. Halbwegs nett. Das wäre für mich. Schmeckt gut. Das wäre für mich jetzt hier diese ideale. Einfluss vom Revesalt. Schön. Wenn ich ein Whisky kreieren würde, würde ich genau eben, das kannst du gar nicht erleben hier, aber würde ich genau eben diese Menge, dieses Menge von dieser Fass Einfluss hier reinbringen. Und da könnte ich mir sogar vorstellen, das, was jetzt hier Kirsch und Glenallachie manchmal machen mit einem Cuvée. Also Sherry und Rioja oder Port und Rioja oder Revesalt und Sherry oder Revesalt und Port. Also jetzt ist Jason happy und gut. Pur, ich gebe diesem Whisky ein 4. Das, also Glenmorangie mit ein bisschen denn davon da drin mit diesem Geschmack, 3 plus. Das ist lecker.
Und das ist das, wo mein Problem ist. Das ist hochkonzentriertes Geschmack. Und es überfordert mich und meine Geschmackssensorik, meine gesamte Fähigkeiten, einen Whisky auseinanderzupflücken. Ich musste zweimal so viel Wasser praktisch eingeben wie Whisky selbst, bevor ich überhaupt, oh, jetzt kommt das. Und das war hier mit diesem Whisky das Problem. Ich muss sagen, danke jetzt hier wirklich, Anne, für das, was ihr hier gemacht habt. Pur würde ich sogar fast eine Warnung hier drauf schreiben. Achtung, Achtung! Extremste Geschmackskonzentration. Gut, das kommt hier weg. Mein Experiment ist mir gut gelungen. Und nun hier gehen wir ganz kurz, lass mal einfach diesen Glas hier rüber zu unser ursprüngliches Kandidat hier, unsere Tomaten. Unser Problem hier, oder mein Problem hier, wahrscheinlich nicht euer Problem, aber mein Problem hier war, dass sie leider, dass sie die Fässer von Pyrenäen, Südwesten von Frankreich bis nach hier Schottland gebracht haben, haben sie Schwefelkerzen da reingehauen. Und damit haben sie diese ganze Finishing hier für mich absolut zerstört. Hier habe ich auch ein bisschen Schwefel. Am Anfang, als ich es verdünnt habe, war der Schwefel fast, war so unter meiner Schwelle, wo es mich stört. Das bleibt über meiner Schwelle, was mich sehr stört. So, preislich. 74 Euro. No Age Statement. 46%. 3 minus minus 4 plus plus. Ja, sorry, umgekehrt. Also, Geschmack ohne Wasser. Ich tue es noch ein letztes Mal hier rein. Jetzt weiß ich, was mich erwartet. Und ich versuche es gleich hier pur zu trinken. Ich cleanse my palate. Dann schauen wir mal, wie überfordert ich mit diesem Whisky hier tatsächlich bin. Nase überfordert mich nicht, aber im Geschmack. Genau. Also diese Whisky kriegt ohne Wasser ein 4 bis 4 minus. Preislich 4. Mit Wasser auf 25, 28% kommt ein 3. Als Würze für ein Glenmorangie oder ein Glencairn oder sonstiges, was einfach dir einfach langweilig ist, 3 plus. Eine Vorreifung in diese Fässern ist einfach mal krank, krass, unglaublich und toll. Und dennoch bin ich überfordert. Das war eine Erfahrung. Also, tut mir leid, dass es mir nicht schmeckt. Vielen Dank, dass es mir nicht schmeckt. Und ich finde es genial, dass es so etwas gibt, womit man einfach ein bisschen hier selbst lernen kann, was Fässern dazu machen. Danke. So, Whisky Jason hier. Revisal. Revisat, Revisalt, Rivsalt. Ich habe alles schon mal gehört. Welche andere Abfüllung kennst du damit? Und das nächste Frage, falls noch nichts, das ist die einzige, ich habe glaube ich drei bisher gehabt. Der nächste Frage ist, welche Whisky ging es dir genauso? Wo du sagtest, aua, zu viel konzentriertes Geschmack auf ein Tröpfchen. Welche Whisky, also Kingsburn, STR, hier der Rivesalt, ein paar andere Dinge habe ich in meinem Leben gehabt, wo es einfach dann besser war, das zu strecken, ob mit Wasser oder auf einen anderen Whisky, denn aus Würze, aus Gewürz, was hast du bisher in diese Richtung gehabt? Whisky Jason, ich habe Spaß gehabt, hoffe ich, dass ihr auch ein bisschen mit mir Spaß gehabt habt. Ich hoffe, dass ihr weiterhin mir treu bleibt.
Daumen nach oben, abonnieren, falls noch nicht, auf der Sample-Liste. Die Flasche habe ich gänzlich dort verteilt. Da gibt es noch ein bisschen was. Es gibt zwei Partnern davon, also 10 cl ist noch da drin, muss auch langsam weg. Und ich glaube, ich habe jeweils eine Flasche irgendwo herumstehen da hinten, falls jemand Interesse hat an diesem Wood Finish. Ich mache euch ein gutes Preis. Whisky Jason, wir sehen uns jeden Tag hier 17.30 Uhr bzw. Sonntagabend um 21 Uhr. Bye, bye.